Mein magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Ich konnte es nicht erwarten, dich abzuholen. Los geht's! Was? Was? Wohin bringst du Mila? Ich bringe Mila ins Gefängnis. Mila! Fahrrad! Mila in Gefängnis! Morphin muss holen, Mila raus! Wenn Morphin hilft Polizist, dann Polizei befreien Mila! Du, Zummeln! Morphin gibt dir Strafzettel! Was? Warum bekomme ich ein... Das ist doch kein Strafzettel. Bleiben. Morphin, hilf dem Polizisten mehr! Weg! Weg, sag ich! Raus aus meinem Garten! Was machst du denn hier, Morphin? Was machst du denn? Du sehr gemein zu Vögel! Morphin, Polizeiauto, du geh in Gefängnis! Du kannst nicht Leute einfach ins Gefängnis bringen, Morphin! Was? Das war echt lustig. Oh Mann! Ha, viel Müll! Oh, wie toll! wo sind meine Reifen hin? Was? Ein Strafzettel wegen Müll? Darf nicht auf das Gras in einem Park? Warum sollte ich... Morphin gibt dir Strafzettel. Das ist doch unglaublich. Kinder heutzutage. Das ist toll. Einfach toll. Das war toll. Ab jetzt wirst du immer dran denken. Bleib auf freiem Fuß. Hä? Morphin? Mila! Nicht im Gefängnis? Nein, ich war nie im Gefängnis. Polizeiofficer Fries hat mich rumgeführt in der Polizeistation. Oh! Aber Morphin wollte befreien Mila. Dann Morphin bringt Verbrecher in Gefängnis. Was? Oh nein. Du kannst nicht einfach so Leute verhaften, Morphin. Ich hatte viel Spaß mit unserem winzigen roten Freund. Aufgepasst, Leute! Haie im Wasser! Erschrecken. Verwandle dich in ein Hai. Hai, Angst machen, Leute. Was machen sie nur? Wow!
Ich denke, die Roboterhaie müssten jetzt alle Leute vom Strand geschreckt haben. Ja, dann können wir jetzt alle Strandtücher klauen. Und Professor Rashid ist glatt darauf reingefallen. Ich habe ihm nämlich gesagt, dass wir diese Roboter nur brauchen, um Haiforschung zu betreiben. Und er hat sie für uns gemacht im Austausch für ein einziges Eissandwich. Ich frage mich gerade, wo sind unsere Roboterhaie? Pass auf, Marvin! Banditen! Nicht die zwei schon wieder. Du bist kein Hindernis für meine Roboter. Los, hol sie, Jorn. Du brauchst Beine, Morphin. Au, 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 au. Wir müssen hier schnell weg. Schaustein, unsere Roboterhaie wollen uns retten. Das sind keine Roboterhaie, Jorn. Das sind echte Haie. Hilfe, Hilfe! Ihr habt heute etwas Wichtiges gelernt. Ja, echte Haie sind gefährlich. Also, sollten wir keine Leute erschrecken, wenn wir uns als Haie verkleiden? Ja, genau. Guckt mal! Das ist super, Troy. Ich komme nicht raus. Morphle, Troy, helfen! Ja, aber wie? Morphle, verwandle dich in einen Hubschrauber. So bleibst du nicht im Gebüsch stecken. Ah, danke, Morphle. Oh, wir müssen los, Morphle. Unsere Klasse macht heute einen Ausflug. Ich erzähle dir später davon, wenn wir wieder da sind. Okay, tschüss, Mila. Morphle, kannst du mir helfen? Okay. Ich war dabei, dieses Loch in der Straße zu reparieren, als unser Maler reingefahren ist. Ich bin gefahren und plötzlich war mein Lenkrad weg. Und ich bin direkt in dieses Loch gefahren. Und jetzt komme ich nicht mehr raus. Oh nein! Morphle, helfen! Morphle? Morphle, guter Helfer! Oh nein! Das Steuerrad meines Flugzeugs ist auch nicht mehr da. Wo könnte es hin sein? Morphle hilft! Zurückholen! Oh! Morphle? Morphle! Wir sind nicht einfach Banditen. Wir sind die Lenkrad-Banditen. Oh nein, ohne Lenkrad kann ich nicht lenken. Wir werden in einen Baum fahren. Ich will nicht wieder im Gebüsch feststecken. Wir brauchen deine Hilfe. Ah! Ja,
Das funktioniert nicht mehr. Geholfen, Morphe. Ja! Hast du auch anderen Leuten geholfen, Morphe? Oh ja! Entschuldigung! Es ist schon gut, Morphe. Das sind echt süße Löwen. Und du hast mein Steuerrad gefunden. Toll! Es war ein bisschen kühl da oben, aber ich habe noch nie die Stadt von oben gesehen. Ich habe so viele Ideen für mein nächstes Bild. Ich bin echt müde, Morphe. Morphe auch. Hilfst du mir rauf in unser Bett, Morphe? Danke, Morphe. Morphe, guter Helfer. Danke vielmals, dass ihr auf diese angsterregenden Tiere aufpasst, solange am Zoo gebaut wird. Gar kein Problem, Kenneth. Sie sind nicht angsterregend, wenn man sie kennenlernt. Morphe, verwandle dich in ein Laster. Schau mal, sie fühlen sich schon wie zu Hause. Sind die denn komplett verrückt geworden, Barky? Man kann diese Tiere nicht im Hinterhof halten. Sie sind viel zu gefährlich. Sieht aus, als müssten sie es auf die harte Tour lernen. Also gut dann. Hey, hört auf. Da magst du recht haben. Wenn sie nicht brav sind, bringen wir sie zurück zu Zoowärter Kenneth. Wir füttern sie jetzt mal. Vielleicht beruhigt sie das. Und was macht ihr jetzt, ihr blöden Tiere? Nein, nein, Hilfe! Barky, warte auf mich, Barky! Ah! Oh nein, wir müssen ihn retten, Morphe. Verwandle dich in einen Helikopter.
Truck mit einem Käfig im Morphin. Tiere, warum seid ihr nur so ungezogen? Weil es einfach böse Tiere sind. Der Sieg gehört mir. Hey, hör auf. Hast du sie die ganze Zeit geärgert? Na und? Es sind beängstigende Tiere. Papa, Papa, wir spielen gleich Süßes oder Saures. Willst du mitkommen? Nein, sorry, Mila. Ich muss nach einem magischen Haustier suchen. Spookla. Spookla? Es heißt, es erscheint nur an Halloween und nutzt allerhand verrückte Magie. Das will ich mit meinen eigenen Augen sehen. Klingt cool. Ich hoffe, du wirst es sehen. Seht es! Ja, Morphe, wir gehen ja schon. Bis später, Papa. Bis dann. Das sind furchterregende Kostüme. Sehen wir mal. Ich will meine Mami. Aufgepasst, dies ist keine Übung. Es spukt ein echtes Geisterschiff umher. Schaltet die Lichter aus, schließt die Fenster und verschließt die Türen. Das klingt ziemlich ernst, Morphe. Kein Süßes? Los geht's, Morphe. Uns ruiniert ganz bestimmt keiner unser Halloween. Mila! Huh? Es ist echt? Komm schon, Pirat Phil. Dieses magische Haustier macht sich nicht mit unserem Schiff davon. Magisches Haustier? Schau, Morphe, das ist bestimmt Spookla, das magische Haustier, das Papa unbedingt sehen will. Morphe, verwandle dich in eine Spinne und folge ihm. Hey, sieh mich an, ich kann fliegen. Natürlich kannst du das. Du bist ein Geist. Ein Geist. Hahaha, das ist toll. Keine Wand kann uns jetzt mehr stoppen. Von nun an kriegen wir alle Schätze dieser Welt. Komm, Pirat Phil. Spooklas Magie wird nur für eine Nacht. Willst du auch ein Gespenst sein für eine Nacht, Morphe? Aha, aha. Wuhu. Können wir ja gar keine Süßigkeiten einsammeln. Kein Süßes? Lass uns Papa fragen, ob er uns helfen will. Spookla? Es ist alles so leise hier. Papa! Geist! Geist! Kein Geist! Morphe! Wir haben Spookla gesehen. Und der hat uns für eine Nacht in Gespenster verwandelt. Oh, wow! Das klingt ja großartig. Aber jetzt können wir nichts mehr greifen. Kannst du uns helfen, Süßes zu sammeln? Okay, Mila. Hm.
wollen euch ein Haus bauen, kleine Vögel. Ja! Komm, Morphe, wir kürzen diese hölzernen Latten auf die richtige Länge. Verwandle dich in eine Säge. Und wir starten gleich hier. Was für ein Lärm in meinem Garten. Hi, Mr. Winterboost. Wir bauen ein Hundehaus für Barky. Ihr macht viel zu viel Lärm. Los, raus aus meinem Garten. Hi, Herr Eichhörnchen. Sollen wir dir etwa auch ein Haus bauen? Wir folgen dir. Morphe, verwandle dich in einen Müllwagen. Ist das dein Baum? Okay, lass uns ein Eichhörnchenhaus bauen, Morphe. Schildkröte, keine Sorge, wir tun dir nicht. Schildkröte will Haus auf? Die Schildkröte hat doch bereits ein... hast du? Komm schon, Barky. Du hast doch hier schon ein tolles Haus. Entschuldigt, dass ich euch weggeschickt habe, Mila und Morphle. Barky wollte unbedingt dieses Haus. Wollt ihr immer noch ein Hundehaus bauen für Barky? Ja! Ich denke, ich habe eine Idee. Was ist das? Haus ohnehin nicht genutzt. Aber mein Garten. Das ist das magische Haustier Graf. Es kann verändern, wie die Schwerkraft auf alle Dinge wirkt, die es selbst. Wow! Oh, kannst du meine Schwerkraft auch verändern, Graf? Super! Morphle auch, Morphle auch. Oh, das ist toll! Wow, schön, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich habe gerade meine Meinung über so vieles geändert.
Das nehmen wir mit. Mit der Kraft dieses Haustiers werden wir die Schwerkraftbanditen. Wir müssen sie aufrichten, Morphin. Oh, hallo, du Spinne. Wir müssen sie einholen. Verwandle dich in ein Känguru, Morphin. Guck mal, Jon. Was war? Halt dich fest, Bergi. Oh nein. Wir müssen ihm helfen, Morphin. Verwandle dich in einen Kran. Vielen Dank. Wir werden die Banditen aufhalten, Herr Wenderbus. Warum ist die Brücke? Oh nein, die Bremsen funktionieren nicht mehr. Verwandle dich in eine Spinne, sodass du den Bus mit einem Netz aufhalten kannst. Oh, vielen Dank, Morphin. Oh nein, Hilfe! Oh nein, es ist Sarah. Wir müssen ihr Haus wieder runterholen. Verwandle dich in ein Flugzeug. Jetzt bind die Bäume über dem Haus zusammen, sodass es nicht mehr in den Himmel fallen kann. Puh, vielen Dank, Mila und Morphin. Oh nein, guck mal, Stein. Wie wär's, wenn wir deine Schwerkraft wieder ändern? Jetzt müssen wir zu ihnen hochfliegen. Morphin, wieder schnell! Oh, oh! Tut uns leid. Könnt ihr uns wieder runterholen? Graf, kannst du die Schwerkraft von allem anderen zurückändern? Bitte, komm nicht näher. Jetzt kann mich die Spinne nicht mehr kriegen. Ah! Wow, ein heftiger Tag, Stein. Du hast recht, Jon. Lass uns ins Bett gehen. Aber Stein? Ja? Unsere Betten sind auf dem Boden. Oh nein. Großes Ei, Troy. Ja, ich habe es gerade hinter einem Baum gefunden. Heute ist Ostern. Hey, guck mal. Wow, das ist so cool. Ui. Wusch, wusch, blip, blop, blip, blop, blop, blop. Ich will auch so ein magisches Osterei. Wir hätten auch gern ein Ei. Vielleicht hat der Osterhase noch mehr Eier versteckt. Oh, lasst uns eine magische Ostereiersuche machen. Wir werden die meisten Eier finden. Das werden wir ja sehen. Morphin, verwandle dich in ein Rennauto. Los geht's! Möge der beste Bandit gewinnen. Was? Wow!
Also haben nicht alle Eier Spielzeug drin. Oh, er wollte dich nur umarmen. Hab eins gefunden. Ja, ich frag mich, was drin ist. Ich bin sicher, es ist eins der letzten Eier. Ich hoffe, es ist was Gutes. Was? Es ist leer? Nein, Stein, da ist Konfetti drin. Und ich liebe Konfetti. Ich kann keine Eier mehr finden, Morphe. Das ist das letzte Ei in der ganzen Stadt. Und es ist unseres. Oh nein, ist es nicht. Morphel, verwandle dich in ein Flugzeug. Oh, es hat Flügel. Und es kommt auf uns zu. Aha, ich habe eine Idee. Morphel, flieg vor das Ei. Jetzt puste ein paar Wolken höher in die Luft. Jetzt kann das Ei nicht sehen, wo wir sind. Und wir können fangen. Oh Mann. Du hast das Ei gefangen. Mal sehen, was drin ist. Wow! Hä? Schokolade? Lecker! Das war lustig. Möchtet ihr auch Schokolade? Ja! Dankeschön. Ach, wie schade. Ich wollte doch so gerne ein Bild von einem Chamäleon. Na klar, Chamäleons können ihre Farbe wechseln, sodass sie nur sehr schwer zu erkennen sind. Oh. Wow! Morphel will sein Chamäleon auch. Morphel nicht wechseln zu Chamäleon. Schau da drüben, Morphel.
Camillon kann gut verstecken. Oh, eine tolle Idee. Lass uns Verstecken spielen. Camillon, willst du denn mit uns Verstecken spielen? Hi, Mr. Maler. Könnte ich mal kurz Ihre Farbe und Pinsel ausleihen? Aber natürlich. Es ist immer schön zu sehen, wenn die Zukunftsgeneration gerne malt und, naja, wenn... Okay, bin bereit. Chameleon, dieses Mal musst du Morphe und mich suchen. Okay, Morphe, bleib stehen. Bleib ganz still für ein bisschen. Tada! Das Chamäleon kommt. Bleib stehen, Morphe. Du hast mich. Aber du musst noch Morphe finden. Morphe auch gut im Verstecken. Ja. Ah, da bist du ja. Und du hast das Chamäleon bei dir. Oh, nein. Warte mal eben, Onkel Wilford. Das ist gut. Danke sehr, Mila. So, Morphle, du kannst nun auch ein Foto mit dem Chamäleon machen. Morphle? Heute. Ja. Morphle, Eiscreme. Das ist eine tolle Idee, Morphle. Warum holst du uns nicht Eiscreme vom Eisverkäufer dort drüben? Yay. Vergiss nicht, mir auch eins mitzubringen. Okay, Papa. Der Eisverkäufer fährt schon weg. Oh nein. Los, ihm hinterher. Morphle, verwandle dich in einen Eiscreme-Rennwagen. Hä? Wo will er nur hin? Hallo, Kinder. Wollt ihr Eiscreme kaufen? Ja, bitte. Mach, che bello. Ich habe Schokolade-Eiscreme, Vanilla, Erdbeere, Jalapeno, Beton, rohe Zwiebel, Mayonnaise,
Ich nehme Vanille. Schokolade. Und rohe Zwiebel für Papa. Das mag er bestimmt. Ja. Wirklich? Das ist das erste Mal, dass ich diese Sorte verkaufe. Danke vielmals. Lass uns schnell zurück zu Papa, bevor seine Eiscreme schmilzt. Ihnen nach, Morphin. Wir haben sie abgehängt, ja. Oh. Oh nein, habt ihr nicht. Ich könnte jetzt aber wirklich mein Eis gebrauchen. Wir sind zurück, Papa. Toll. Eiscreme geschmolzen. Oh nein. Ich hatte solche Lust auf Eis. Oh, oh nein. Wir holen neue. Wir sind gleich zurück, Papa. Hey, ciao. Wieder zurück? Noch eine rohe Zwiebel-Eiscreme, bitte. Wow. Das ist das zweite Mal, dass ich rohe Zwiebel-Eiscreme verkaufe. Zurück zu Papa, Morphin. Schnell. Ja. Heute ist der beste Tag meines Lebens. Dieses Eis gehört nun uns. Ja, es gehört uns. Ist das mein Eis hier? Verzeihung, wir wollen wirklich lieb. Es wieder. Danke, Mila und Morphin. Das Eis ist gar nicht geschmolzen. Nationalen Tag der Dinosaurier zu feiern, hat Professor Rashid der Stadt geholfen, ein besonderes Dinosaurierrennen zu organisieren. Wow, das ist so cool. Komm, wir nehmen auch teil, Morphin. Verwandle dich in einen T-Rex. Aber halt, wir haben noch einen Teilnehmer. Der Gewinner des Rennens erhält diesen wunderschönen Preis. Sind alle bereit? 3, 2, 1, los! Lass uns auch mitmachen, Jorn. Ja. Ja. Jetzt gewinnen wir! Hahaha!
sind hier und schummeln, um zu gewinnen. Unfair. Meine Damen und Herren, wir haben einen Gewinner! Dinosaurierklauen. Ah, nicht in meiner Stadt. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner! Aber immerhin gibt es einen fairen Gewinner. Lass uns Eis essen gehen, Morphle. Eiscreme. Verwandle dich in einen Bus. Hallo, Mila und Morphle. Diese zwei Affen sind wieder ausgebüxt und müssen so schnell wie möglich zurück in den Zoo. Könnt ihr uns hinbringen? Natürlich. Morphle, verwandel dich in einen größeren Bus. Vielen lieben Dank, Morphle der Bus. Und ihr zwei, ihr müsst schnell zurück zu eurem Felsen. Jetzt Eis? Ja. Mila, Morphle, Sarah und ich sind spät dran fürs Basketballtraining. Kannst du uns bitte hinfahren? Bitte. Okay. Na los, Morphle. Ihr seid genau pünktlich. Dank Morphle. Danke, Morphle. Genau, danke, Morphle. Viel Glück. Wir sind endlich beim Eiswagen. Ciao, ragazzi. Welche Sorte wollt ihr denn heute? Ich glaube, ich möchte... Mila, Morphle, das seid ihr ja. Tilly Fox hat die Haustiergrippe. Und muss sofort ins Krankenhaus. Könnt ihr uns fahren? Aber, okay. Oh, wir holen uns danach Eis. Versprochen. Okay, los geht's. Okay, bis ganz bald. Warum hast du uns hierher gebracht, Morphle? Ist das Krankenhaus umgezogen? Morphle, nicht hergefahren. Das muss heißen, dass Telefox uns hierhin teleportiert hat, als er genießt hat. Ah, das muss wegen der magischen Haustiergrippe sein. Tut mir leid, Morphle. Ist okay. Oh, okay. Wir müssen sofort ins Krankenhaus fahren. Morphle, verwandle dich in einen fliegenden Bus. Oh, heiß. Telefox muss sich an einen heißen Ort gewünscht haben. Aber nicht in ein Krankenhaus. Hier gibt es definitiv kein Krankenhaus. Ich habe noch nie von einem Unterwasserkrankenhaus gehört. Hier ist kein Krankenhaus. Aber der Baum, der die flauschigen Früchte trägt, wächst im Dschungel. Und die flauschigen Früchte heilen ja die magische Haustiergrippe. Ich glaube, ich sehe sie. Wow, das ist Papa Dschungel. Und Dr. Abraham. Dr. Abraham ist im Dschungel? Hallo ihr. Kann ich euch behilflich sein? Telefox hat die magische Haustiergrippe und braucht flauschige Früchte, um gesund zu werden. Ich glaube, Papa Dschungel kann da helfen.
nicht wahr? Ich glaube, Telefox geht es schon viel besser. Wir hatten echt Glück, dich hier im Dschungel zu finden, Dr. Abraham. Dschungel? Das ist der Dschungel von Papa Dschungel, direkt hinterm Krankenhaus. Du hast uns also doch zum Krankenhaus gebracht, Telefox. Aber sie waren doch hier. Keine Sorge, Kinder. Ich bringe euch euer Reis. Hallo, Mila und Morphel. Ich bin so froh, dass ihr mir heute helfen wollt. Gar kein Problem. Wir mögen sehr gern streichen. Ja! Das ist toll. So, das sind die 4 Autos, die wir anmalen müssen. Und hier ist all die Farbe, die wir brauchen. Okay, kannst du das grüne Auto da drüben holen? Klar. Morphel, verwandle dich in einen Abschleppwagen. Super. Der Kunde möchte dieses Auto blau gestrichen haben. Also werden wir das tun. Wow, du bist echt super im Bemalen, Morphel. Okay, jetzt ist das gelbe Auto dran. Es soll lila werden. Morphel sieht kein gelbes Auto. Ich auch nicht. Mechaniker Joe muss sich geirrt haben. Wo ist das Auto, Morphel? Kein gelbes Auto. Doch, Morphel, da ist ein gelbes Auto. Ihr kennt doch die Farbe Gelb, oder? Ja, na klar doch. Okay, okay, vielleicht habt ihr es nicht gesehen. Ha, gelber Abschleppwagen. Na gut, wenn er den will. Mila und Morphel, was macht ihr da? Wir malen den gelben Wagen lila an. Ja! Kommt mit, ich zeig euch, wo das gelbe Auto ist. Na, sieh mal an. Da ist echt kein gelbes Auto. Das Auto, das angemalt werden soll, ist das hier. Tut mir leid, ihr zwei. Ich war sicher, dass es gelb ist. Na gut, malen wir es lila an. Sieht super aus. Ich habe euch Limonade gemacht. Limonade! Hört ihr das? Oh, guck mal das Auto. Jetzt ist es gelb. Werde ich verrückt? Also werde ich nicht verrückt. Oh nein, die Kunden werden jede Minute hier sein. Schnell, Morphel,
hol die anderen zwei Autos hierher. Chroma, kannst du uns helfen, die Autos richtig zu bemalen? Super, okay. Das gelbe Auto muss lila sein. Das orangene Auto grün. Kannst du das auch machen? Oh nein, die Kunden sind fast da. Letztes Auto. Und das Auto soll gelb sein. Wow, es ist wunderschön. Puh, ihr drei habt mir echt aus der Patsche geholfen. Danke. Albi laut. Waffel. Ich glaube, ich habe die Grippe und ich kann nicht mehr arbeiten. Können wir dir helfen, Herr Joe? Muffle, Hilfe! Diese Autos müssen schnell an ihre Besitzer geliefert werden. Und ich habe diese Liste. Oh je, alle Namen der Fahrzeugbesitzer sind verschmiert. Aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin. Morphle, verwandle dich in einen riesigen roten Laster. Ich glaube, der Traktor muss zu Polizist Freeze. Polizist Freeze braucht einen Traktor? Yep, ich glaube, das ist, was auf der Liste steht. Aber ich... Tut mir leid, Polizist Freeze, aber wir sind in Eile. Dass wir das Polizeiauto hier abliefern sollen. Sorry. Huch, ich habe euch gar nicht gesehen. Das ist unmöglich. Nicht so schnell. Oh nein. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, Morphle. Verwandle dich auch in ein Polizeiauto. Morphle, fangen Sie. So, lass uns unsere Gehirne verwenden und die Fahrzeuge zu ihren richtigen Besitzern liefern. Ich glaube, dieser Traktor gehört... Bauer Bob. Und der Eiswagen muss zu dem Eismann gehören. Ja,
Hi, Mila und Morphel. Wie war's denn? Alles wurde zugestellt, Herr Joe. Ja, gut. Hat euch die Liste geholfen? Und das ist Kuti. Oh, was für ein Süßer. Und wenn er glücklich ist... Oh, Monster! Nein, nein, halt! Oh, Mist. Was ist los, Papa? Na, Kuti liebt es einfach, Leute zu erschrecken. Aber wenn er das tut, laufen sie weg und wollen nicht mehr mit ihm befreundet sein. Aber heute Nacht ist doch Halloween. Die Leute werden es mögen, wenn er sie erschreckt. Ja, Kuti, vielleicht solltest du mit Mila und Morphel auf Süßigkeitenjagd gehen. Ja, wir werden super viel Spaß haben. Hallo, Herr Vanderbuss. Das sind eure Halloween-Kostüme. Die sind nicht mal gruselig. Hey, renn, Hündchen, renn! Nein, halt! Oh, tut mir leid, Kuti. Aber ich glaube, Herr Vanderbuss mag Halloween doch nicht. Lasst uns weitergehen. Wow, ihr seht ja toll aus. Echt gruselig. Und was sollst du sein? Oh! Was für ein tolles Kostüm. Ich habe mich seit Jahren nicht so gegruselt. Yay! Vielen, vielen Dank. Mama, Sie haben mein Kostüm geklaut. Was? Wer? Das waren wir. Wir sind jetzt die Halloween-Kostümbanditen. Und das Kostüm von dem Kleinen ist bei weitem das Gruseligste. Wir wollen es. Stein, es geht nicht ab. Wir müssen weg, Jan! Morphel, verwandle dich in eine Spinne! Tu uns nicht weh! Kostüme von allen gerettet. Tut mir leid, dass ich dich vorhin Monster genannt habe. Willst du mein Gefährte sein? Wie wär's mit einer kleinen Geschichte vom Schlafengehen? Hey, gute Nacht-Geschichte! Es war einmal in einem fernen Königreich. Da lebten ein tapferer König und seine schöne Tochter. Doch dann kletterte ein Riese den Turm zu ihrem Schlafzimmerfenster hoch und entführte die Prinzessin. Was? Warum entführt der Riese nicht mal stattdessen den König? Aber wer rettet denn dann den König? Die Prinzessin natürlich. Morphel! Und Morphel.
Na gut. Der Riese entführte den König und rannte mit ihm weg. Hilfe! Oh, Prinzessin, rette mich! Oh nein, wir müssen den Riesen aufhalten. Muffel, verwandle dich in eine Ritterrüstung. Perfekt, jetzt könnt ihr den König retten. Nein, wir brauchen erst ein Schwert. Ja, ein magisches Schwert. Ja, ein magisches Schwert. Aber der Riese kommt davon. Ich weiß, in dem Felsen da steckt ein magisches Schwert. Komm, ich versuch's mal. Toll! Wow! Habt ihr das gesehen? Okay, also was ist so magisch am Schwert? Es kann jedes Monster besiegen, indem es einen Regenbogen macht, sodass sie glücklich sind. Was? Oh! Ah! Tut uns leid, alle zusammen. Wir haben eure Sachen geklaut, während ihr beschäftigt wart. Bis wir diesen wunderschönen Regenbogen gesehen haben. Wir wollen nicht mehr böse sein. Oh, alles klar. Aber wie findet ihr jetzt den König? Der Riese ist schon lange weg. Ihr solltet den Drachen fragen. Ja, der Drachen wird es wissen. Nein, ihr müsst den Riesen finden. Die Geschichte geht um den Riesen. Nehmt mein Pferd, um den Drachen zu besuchen. Oh, vielen herzlichen Dank. Na gut. Auf zum Drachen! Aber wisst ihr überhaupt, wo der Drache wohnt? Na, da drüben natürlich. Seid ihr sicher, dass ihr reingehen wollt? Es sieht gruselig aus. Die Prinzessin konnte nichts sehen. Es war viel zu dunkel in der Drachenhöhle. Hallo? Also beschloss sie, den Riesen zu suchen. Aber zuerst erhellte das magische Schwert der Prinzessin die Höhle. Okay, okay, netter Trick. Ihr wollt bestimmt wissen, wo der Riese lebt, oder? Ihr solltet zum Berg nebenan gehen. Wirklich? Der Berg, wo die Hexe lebt? Also besuchen wir sie zuerst? Okay. Auf zur Hexe! Oh nein. Hier ist die Hexe. Fragt sie. Oh, hallo. Hallo, Frau Hexe. Wir suchen nach dem Riesen. Können Sie uns helfen, ihn zu finden? Ja, ich weiß genau, wo er wohnt. Geh ein paar Schritte zurück, meine Liebe. Noch ein bisschen mehr, bitte. Ah, natürlich, die Burg des Riesen. Und da ist der Riese. Er ist so groß und gruselig. Du musst mich retten, Prinzessin. Aber erst musst du mich besiegen. Und dann machte die Prinzessin den schönsten Regenbogen, den man je gesehen hatte. Verwandelte den Riesen von böse in gut. Was? Und zur Feier des Tages gab es eine Teeparty. Yay, ich bin gerettet. Ich glaube, damit ist die Geschichte wohl zu Ende. Das war die beste Geschichte aller Zeiten. Papa? Findet ihr wirklich? Kannst du uns noch eine Geschichte erzählen? Naja, ich kann euch morgen noch eine Geschichte erzählen. Aber jetzt ist es Zeit zu schlafen.
Im Schlaf könnt ihr euch jede Geschichte erträumen, die ihr wollt. Los, Morphle, gehen wir auf ein großes Abenteuer. Oh.